So, Entschuldigung, meine Damen und Herren, da kommen wir wieder zurück zu Formel 1 2021, PS5-Version, meine Teamkarriere, ja, Fehlercode kommen. Davon auch schon wieder zu meiner Teamkarriere zur Runde Nummer 13 in der ersten Season. Und heute ist auch, oder dieses Video ist heute das erste Video, wo Formel 1 2021 die Standard Edition weltweit veröffentlicht wird. Denn wir haben den 16.07. haben es jetzt 16.50 Uhr gleich, 16.49 Uhr um genau zu sein. Ich habe es nur aufgerundet. Und heute erscheint weltweit Formel 1 2021 für alle erdenklichen Plattformen. Nur halt, wer die Deluxe Edition vorbestellt hat, durfte schon 3 Tage vorher ja, das Spiel spielen. So wie ich jetzt halt. Deswegen habt ihr halt am 13., 14., 15. jeweils schon ein Video gehabt zu Formel 1 2021 der PS4-Version. Und ab heute bis einschließlich dem 31. jeweils um 12 Uhr. Das heißt, über die nächsten 16 Tage bekommt ihr halt dann die PS4 Bragging Point Story mit je eine Folge pro Tag. Wie gesagt, ab heute den 16. jeweils ab 12 Uhr. Das heißt, heute ist schon veröffentlicht. Die nächste Folge, wie gesagt, dann am 17. um 12 Uhr und fortlaufend dann halt bis einschließlich 31. 7. 12 Uhr. Da kommt die letzte Folge und dann ist dort für euch die PS4-Version auch dann praktisch schon vorbei. Weil weitere PS4-Folgen habe ich denn nicht weit aufgezeichnet bis dato. Da warte ich jetzt, bis halt denn die 3 Strecken nachgereicht werden. Dann werde ich einmal auf die PS4-Version wechseln und euch denn dort in der PS4-Version halt, wo jetzt momentan noch 3 Folgen sind, noch 3 weitere Folgen reinpacken. Dann sind wir dort auf 6 Folgen. Und das war einmal dort die 3 neuen Strecken. Ja, fahren A zu 25% rennen und dann ist da dann auch wieder vorbei. Und jetzt hier bei dem hier bei der PS5-Version, wie gesagt, es kann auch sein, dass am heutigen Tag noch ein paar Sachen passieren. Es kann auch sein, dass heute vielleicht noch ein Update kommt. Muss ich gucken. Bis jetzt ist noch kein Update gekommen, das heißt, wir spielen immer noch auf der Version 1.02, müsste das sein. Müsst ihr jetzt bitte einmal da auf der PS4-Version gucken, in der Playlist, wo es diese 3 Folgen drin sind. Da steht unten links die Versionsnummer drin. Ich glaube, das müsste 1.02 sein, die wir hier auch jetzt in der PS5-Version spielen. Es kann sein, dass vielleicht heute spätestens morgen Update kommt, aber heute ist offiziell das Spiel nicht mehr sozusagen im Early Access. Da wir jetzt heute am offiziellen Release-Tag sind. Ich werde hier erstmal Rennen 13, 14 und 15 erstmal noch aufzeichnen, das heißt erstmal nur noch 3 Rennen. So dass wir auf 15 Rennen aufzeichnen kommen. Und ich werde das vielleicht so machen, dass ich dann immer 5 Rennen am Stück vielleicht immer hochlade und öffentlich setze über einen Tag sind verteilt. Dass wir dann in 4 Tagen mal eine Season durch haben und dann kannst du immer ein paar Tage dauern, bis dann halt die nächste Season kommt. Okay, we need a few solid laps here to help us calculate a good race strategy.
super job so far. We're getting great data. Stay focused. Ich muss mich erstmal gleich mal anders hinsetzen. So, mal kurz schnell anders hingesetzt. Na gut, dann mal. Super job so far, we're getting great data. Stay focused. So. Qualitempo. Na komm, mach ich. We're gonna be logging some extra data. Reifenmanagement. Und nebenbei könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wenn mich schreiben, ob ihr eher sehen wollt, dass ich am einen Training alle drei Sessions fahre, das heißt ein Training und ich mache alle drei Herausforderungen sozusagen, so wie ich es jetzt gerade vorhabe, oder ob ihr das so wie anderen Folgen sehen wollt, dass ich in jedem Training ein Management fahre, also in alle drei Training fahre.
Oder ob ihr einfach so mal so sagt, uns egal, mach mal so, mach mal so. Weil ich bin ehrlich, ich habe hin und wieder mal meine Phasen, wo ich sage, ich mache alles im einen Tunnel, so wie jetzt gerade. Und manchmal sage ich auch, ich mache im jeden Tunnel eine Sache. Oder wie das letzte Mal, dass ich im einen Training alles mache und wenn ich mal von den Herausforderungen nichts schaffe, dass ich das dann praktisch einen habe ich jetzt gerade nicht, dass ich dann das, den einen, den ich jetzt zum Beispiel nicht habe, den im Training dann simuliere. Also dann von der KI machen lasse. Das kann man natürlich auch machen. Also Option A ist, ich fahre alle drei Training im jeden Training ein. Option 2 ist, ich fahre nur ein Training und in dem Training mache ich alles. Option 3 ist, ich fahre maximal zwei Training und das dritte Training simuliere ich, indem ich dann mache, dass ich dann noch das Training mache, das was ich nicht geschafft habe. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Mit der Temperatur mit 119 Grad nicht überschreiten. Das mag ja gleich Simulation. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Oh, Massa 14. Dann scheint es Massa schon mal eine etwas bessere Hilfe. Aber wie gesagt, ich glaube, der braucht eine kleine Eingewöhnungszeit. Zum schnellen Training. Das einmal rüber auswählen. Mal Simulation. So. Durch. Dann können wir die Season dann auch beenden. Und dann kommen wir eigentlich zum Qualifying schon rüberspringen. Also ihr könnt euch entscheiden, ob ihr sagt, okay, ihr wollt Training 1
eine Einheit, Training 2 die zweite und Training 3 die dritte Einheit sehen. Ihr wollt nur ein Training sehen, wo ich alles fahre, oder halt die dritte Variante, Fahrtraining in Training 1 und meinetwegen Training 2, je nachdem wie weit ich komme, und im Training 3 halt dann nur das machen, was ich nicht geschafft habe. Oder halt in Training 1 alles fahren und Training 2 und 3 dann halt das machen, was ich nicht geschafft habe, wie ihr es jetzt gesehen habt. Wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Aber es kann mal sein, dass ich das mal so mache und dann mal so mache, auch wenn eine Mehrheit sagt, wir wollen das so sehen oder so sehen. Geht noch 60%, das heißt, ich müsste Training und Rennen 14 noch gehen und vielleicht auch noch Training und Rennen 15 gehen. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es denn ab Season 2 sehen wollt. Ob ihr da auch dann halt dementsprechend, so wie es jetzt momentan der Stand der Dinge ist, da wir nur 20 Rennen haben, auch dann sagen, okay, ey, mach alle 20 Rennen. Und immer wenn du alle 20 Rennen hoch fertig hast, lad immer 5 Folgen meinetwegen pro Tag hoch oder so. Wenn ihr nachher Australien reinkommt plus die 3 neuen, sind wir bei 24. Da wäre es dann eventuell 8 Folgen, weil dann mache ich es nämlich auf 3 Tage, 8, 16, 24. Und ich kann es auch auf 4 Tage machen, 6. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Mr. Monaco, Hamilton. Dass ich dann sage, weil wenn man dann sagt, wenn es dann 24 sind, wie gesagt, Melbourne fehlt ja und dann die 3, 9. Man sagt 8, 16, 24 pro Tag 3, pro Tag 8 auf, also 8 Folgen auf 3 Tage gerechnet, denn so, mein Gott, ist ein bisschen vielleicht viel, dass man sagt, okay, man sagt, ich nehme trotzdem den halt immer 5 Rennen pro Tag auf, und mache es aber so, dass ich vielleicht 6 Rennen hochlade auf 4 Tage mit 6, 12, 18, 24 dann gerechnet. Oder ob ich dann vielleicht auch dennoch weiter behalte, dass ich sage, okay, es sind 24 Rennen, mach trotzdem 5, 5, 5, 5 und dann einmal 4 oder sowas. I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es dann sehen wollt, wenn nachher das Update da ist und dann die 3 neuen Strecken sind plus Australien wieder reingenommen wird. Ich heiße Sie willkommen zum heutigen Grand Prix in Russland an einem bezaubernden Schauplatz am Schwarzen Meer. Dieses Rennen wurde bisher von den Silberfallen dominiert. Seit dem Einweihungsrennen 2014 hat Mercedes hier 7-mal gewonnen. Schauen wir mal, ob heute irgendjemand den Rekordhaltern in Sochi in die Quere kommen kann. Es ist also Zeit für ein Rennen auf dem Sochi-Autodrom, wo die lange Zufahrt zur ersten Bremszone vor Kurve 2 eine der beiden DRS-Zonen auf diesem 5,8 Kilometer langen Rundkurs darstellt. Die andere DRS-Zone befindet sich natürlich vor Kurve 13. Insgesamt besteht eine Runde hier heute aus 18 Kurven, wobei die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit etwa um die 210 km/h liegt.
Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Mr. Monaco startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Im Rest der Startaufstellung haben wir Bottas, Norris, Max Verstappen und Ricardo, Leclerc, Perez, Sainz und Pierre Gasly, Fernando Alonso, Vettel, Yuki Tsunoda und Ocon, Raikkonen, Giovinazzi, George Russell und Mick Schumacher. Genau, muss Massa. Massa, Mazepin, Latifi und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, was ich im einen Video noch sagen wollte, wo ich dachte, ich würde ja schön finden, wenn das und das noch passiert, dass man auch die Figur mehr sprechen lässt in den Interviews, beispielsweise, dass man auch jetzt, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, dass nicht wir sagen, ey, wir wollen dich gern im Team haben, sondern dass vielleicht auch die Fahrer uns kontaktieren und sagen, ey, ich möchte gerne in eurem Team fahren. Wie schaut's aus, was muss ich können, blablabla, dass wir ein paar Vorgaben zum Beispiel geben können und sagen, ja, ihr braucht das, dann könnt ihr euch gerne melden oder blablabla. Aber was wäre auch noch geil, dass nicht wir sagen, wir wollen, was ich, Felipe Massa, David Coulthard, Michael Schumacher, Nico Rosberg etc., sondern dass auch die Fahrer uns kontaktieren können, zum Beispiel, dass auf einmal sagt Lewis Hamilton, wenn wir, sagen wir, in Season 4 sind, dass Lewis Hamilton uns kontaktiert und sagt, ey, geiles Team, blablabla, ich möchte gerne bei euch fahren oder vor euch fahren. Dass wir sagen können, okay, er hat einen Marktwert, sag ich mal, von 19 Millionen, sag ich, überhaupt, schön und gut, dass du einen Marktwert von 19 Millionen hast. Du willst bei uns fahren, kein Ding, 16 beispielsweise, als wenn wir uns jetzt ihn aussuchen und sagen, okay, wir müssen 19 Millionen auf jeden Fall zahlen, um ihn zu haben, wenn ich sogar auf geringes Risiko vielleicht 19,5 Millionen zahlen müssen beispielsweise. Das ist dann auch mal anderen Weg andersrum gibt, dass die sich bei uns melden und wir dann sagen können, okay, ihr habt euch bei uns gemeldet, ja, schön und gut. Aber du bist uns, wie gesagt, diese Summe nicht würdig, sage ich jetzt mal sagen, die geben dir ein bisschen weniger. Also dass schon die angeforderte Menge schon drin ist, aber wir noch halt zwei andere Möglichkeiten haben, dass man sagt, okay, da ist 19 Millionen wert, dass 19 Millionen vielleicht die optimale Zahlung wäre, dass wir ihn auf jeden Fall safe kriegen, dass wir aber sagen, okay, 17 Mille für mittleres Risiko, sage ich jetzt mal, oder hohes Risiko, dass er ablehnt für 16 Mille oder sowas. Weil er sich ja bei uns gemeldet hat und nicht wir uns bei ihm gemeldet haben. Das ist ja auch noch so ein geiles Ding. Na klar, ich als Teaminhaber, ist klar, muss bei den Fahrern natürlich nachfragen. Aber die Fahrer können ja auch in der normalen Fahrerweltmeisterschaft auch bei den Teams beispielsweise nachfragen, ey, wie sieht es aus? Die Variante gibt es auch. Also deswegen finde ich es ein bisschen blöd, dass es in der meinen Teamkarriere nur gibt, dass nur wir sagen können, ey, wir wollen dich und dich, und nicht die Fahrer sagen können, ey, wir wollen zu euch. Seconds. They're on fresh softs. They're in
18. The time last lap was a 1:46.2. Das wäre auch noch so ein geiles Ding. Aber wer weiß, was dieses Jahr noch in Form von Updates kommt. Wer weiß, was sie für nächstes Jahr planen. Da habe ich glaube ich die Wand berührt. Final lap of the race. Huch. Jetzt fängt mein rechtes Auge an zu jucken. Das war's. Mit einer vorbildlichen Teamleistung wurde die Konkurrenz geschlagen und ein denkwürdiger Sieg eingefahren. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Was für ein aufregender Abschluss eines unglaublichen Grand Prix-Wochenendes. Die drei Bestplatzierten freuen sich bestimmt wahnsinnig über ihre heutige Leistung da draußen.
Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Mr. Monaco vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Entschuldigung. Einige beeindruckende Talente. Drei Punkte. Ja, je nachdem, wie das noch geht, könnten wir. Also, zweiter Konstrukteur bleiben wir, also vor McLaren. Aber ob wir noch Mercedes AMG schlagen können, müssen wir gucken. Manchmal sind wir vor denen, manchmal sind wir hinter denen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Da müssen wir gucken, wie sie jetzt. Wie die weiter verfahren. Ich will natürlich immer maximale Punkte, 25 plus 1 macht 26. Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an sie gestellt hat. Kann sie noch irgendetwas aufhalten? Hatten Sie das Gefühl, dass das Rennen für Sie heute gut gelaufen ist? Was ist das Geheimnis Ihrer heutigen Leistung? Abnutzung war diese Season kein Problem bis jetzt. Na, wir werden dieses Jahr erstmal noch wahrscheinlich eine Strittgrafik kriegen, das steht fest. Aber ich glaube, ab der Season, während Verlauf der Season 2 spielen, ab Season 3 glaube ich nicht mehr, weil dann müsste es soweit sein, dass ich dann keine. Müssten die Komponenten so weit halten, dass sie dann eine ganze Season halten, wenn ich in zwei oder drei Komponententeile wechseln kann, also die ich dann wechseln darf. $1,45 million. Oh, er kriegt 10 Abzug. Mein Gott. 3,65 Millionen. Diggi! Das wird's. Digga. Ich glaube, ich behalte die drei. Leute, für. Erneuern. Dass ich die Sponsoren behalte und das Maximum mal raushole. Einen kann ich ja noch nachher machen, dass ich den auch gucke und mir den höchsten raussuche. Ah, okay, kommt doch. Ja, mit dem Online-Verbindungsdienst muss ich dann halt ein bisschen gucken. So, Was ist Singapur? Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Abteilung ausgelastet. Welchen mache ich denn gerade? Ach, den hier. 11 Tage. Okay. Kommst du einmal rein? Der Grand Prix. Das ist, glaube ich, der Japan Grand Prix. Der, genau, am 8. Oktober. Sieht ein bisschen aus wie der Monaco Grand Prix. Sonst habe ich keinen, ne? Nee. Da habe ich 2 von 8. Dann ziehe ich dich nochmal rein. 17 Tagen. Gut. Habe ich hier ein 5 Tage? Okay, da kommt einer an 5 Tagen. Mach ich mal den. Was kostet jetzt alles, Kneter? 3,5 Sponsoren bzw. dein Team. Einkommen wird schneller erhöht. Wir sind nämlich auch gleich auf.
Und ja, an dieser Stelle, meine Damen und Herren, bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zugucken und wir werden uns dann gleich in der nächsten Folge wiedersehen.